weil sie macht im Moment eine ganz hochwertige Ausbildung zur Speakerin und sie sagt, ich zeichne alles, was ich an Vorträgen erlebe, mittlerweile als Sketchnote mit. Und das Ergebnis ist, ich merke mir die Sachen 200% besser, als wenn ich sie nur handschriftlich gemacht hätte. So, wer von euch ist denn jetzt hier der Überzeugung, ich kann nicht zeichnen? Okay, den Glaubenssatz habt ihr nämlich alle aus Kindergarten und Schulzeit. Denn da hat man euch beigebracht, dass das Ganze, was ihr als Kinder alle gezeichnet habt, und ihr habt alle gemalt, ihr habt alle Pferd, Hund, Haus, Familie gemalt, ihr konntet zeichnen. Aber in der Schule hat man es plötzlich bewertet, benotet und hat euch den Spaß am Zeichnen genommen. Ich möchte euch heute den Spaß am Zeichnen zurückbringen. Und ich habe eine ganz große Einladung, eine ganz große Erlaubnis an euch jetzt zu Beginn. Ihr dürft herrlich imperfekt sein. Und das ist genau das Richtige. Versucht niemals in Sketchnotes oder auf Flipcharts gerade Linien mit einem Lineal zu ziehen, Kästchen komplett zu schließen, sondern lasst es so passieren, wie es für euch kommt. Also traut euch einfach, es zu machen. Das Stichwort heißt, fuck einfach machen. Ja. So heißt der Podcast einer ganz reizenden Kollegin von mir und deswegen darf ich das so zitieren. Und ich finde auch, das regt an, es wirklich zu tun. Ich will aber gar nicht lange drum rumreden. Wir können Sketchnoten, zum Beispiel Vorträge, Sessions hier in Barcamps. Wir können aber auch, und da möchte ich euch einladen, ab morgen eure To-Do-Liste mal zu Sketchnoten oder euren Einkaufszettel. Alle diese Dinge, die im Alltag immer wieder auf euch zukommen. Ich strukturiere heute Vorträge, Trainings, eigentlich nur noch mit Sketchnotes. Und jetzt möchte ich euch beweisen, dass ihr zeichnen könnt. Ich gehe hier ans Flipchart. Ich kann es nicht wie eine klassische Sketchnote quer nehmen, weil die sind einfach hochkant. Macht es jetzt einfach hochkant mit, weil was ich euch zeige, ist das, was ihr auch nachher dann für euren Alltag brauchen könnt. Ihr könnt es dann im Querformat auch einsetzen. Macht einfach mit und lasst ein bisschen Platz drumherum. Ich tue mich gerade noch mit dem Mikro ein bisschen schwer. Also nicht direkt an den Rand, sondern einfach mal so ein bisschen in den Raum. Macht es nicht zu groß und macht einfach mit. Wie hättest du es denn gerne? So hörst du es wahrscheinlich kaum mehr, oder? Ist das so okay? So ist gut. Okay, dann machen wir das jetzt so. Also, das habt ihr hingekriegt? Super. Was ihr einmal könnt, könnt ihr auch dreimal. Und der ein oder andere, der schafft das vielleicht sogar viermal. Skandalös. So, erste Frage, wer ist bis hierhin nicht mitgekommen? Okay. So, jetzt kommen wir schon zur ersten fortgeschrittenen Stufe. Versucht's mal, es sollte so die Anmutung eines Kreises haben. Das macht aber nichts, wenn das ein bisschen eierig ist, weil unser Gehirn, oh, da falle ich gleich über die Treppe. Unser Gehirn kann sich das so denken, unser Gehirn erkennt das. Also, wenn es ums Zeichnen geht, wenn es um Sketchnotes geht, geht auf Bilder, die wir bereits kennen. Versucht nie, einen Apfel in Blau zu zeichnen, weil unser Gehirn kennt Äpfel in Rot oder in Grün, also bleibt bei Rot oder Grün. Sonst, wenn es nur in Rot macht, kann es auch schon mal eine Tomate sein, deswegen empfiehlt sich immer Apfelgrün mit so ein bisschen rotem Apfelbäckchen. Also greift auf Bilder zurück, die wir kennen und dann ergänzt unser Auge, weil es das weiß, was damit gemeint ist. Und es geht genau darum bei der Sketchnoterei, nicht perfekt sein zu wollen. Es geht nicht um Kunst im Sinne von Können, sondern es geht darum, Dinge, Sachverhalte, Strukturen, Projekte mit so wenig Strichen wie möglich für mich und für andere erkennbar zu machen. Nicht um mehr und nicht um weniger. Wir machen weiter. Michaela konnte das gerade schon ganz wunderbar. Jetzt versuchen wir es mal mit Absicht. Wir machen mal ein Osterei. Und dann habe ich noch so eine spezielle Kleinigkeit, ist so ein Mädchending. Oh. Oh.
könnte es aber auch mal so versuchen. Einfach ein umgedrehtes U und ein Strich drunter. Im Moment ein umgedrehtes U mit einem Strich drunter. Und jetzt nochmal eine 8 mit Übergewicht. So, was fällt euch an meinen Zeichnungen, die ich jetzt hier vorne gemacht habe, schon auf? Ich nehme den Strich so, wie er kommt. Ja? Das ist richtig. Darauf kommt es aber jetzt auch gar nicht an. Ob die Strichstärke gleichmäßig ist oder nicht, ist komplett unwichtig, um sketchnoten zu können. Was wichtig ist, ist, seht ihr, dass die nicht geschlossen sind, die Formen? Seht ihr auch, dass die teilweise ein bisschen krumm sind? Hier die rechte Herzchenseite ist größer, so ein bisschen geschwungen als die linke. Stört das jetzt irgendjemanden, um zu erkennen, dass es ein Herz ist? Nö. Super. So, jetzt haben wir bis hierhin schon große Dinge geleistet. Ist irgendjemand bis hierhin nicht mitgekommen? Die 8 war schwierig, okay. Dann lass die 8 einfach weg. Was wir jetzt nochmal üben, sind Eier. Und zwar nochmal ordentlich viele Eier. Ich meine, es geht ja auch auf Ostern zu, passt ja gerade. Und zwar immer hier oben drüber so ein kleines Ei. Und was ihr hier seht, immer mit ein bisschen Abstand zu der Form, die unten drunter ist, bitte. Eier. Über alle. Und das dürfen auch schnelle Eier sein, die müssen auch nicht schön sein. Das kannst du gleich machen. Ja, wir können die gleich hier in den Räumlichkeiten verstecken, mal sehen, wer die Eier wiederfindet. So, jetzt erkennt vielleicht der eine oder andere schon, was könnte das werden? Das werden Figuren, genau. Einfach ganz simple Grundformen für Figuren. Und ihr kennt es alle aus der Schule, das klassische Strichmännchen. Reicht am Anfang, um etwas sichtbar zu machen, vollkommen aus. Die Arme können natürlich auch nach unten hängen, die Füße können gerade sein. Aber wir Menschen, wir haben ja auch Gelenke. Ihr kennt das so, Armgelenke, Kniegelenke, Hüftgelenke. Das heißt, wir können uns auch bewegen, das heißt, wir können im Endeffekt auch einen Arm hierhin zeichnen, einen Arm hierhin zeichnen. Und dann vielleicht die beiden Füße in diese Richtung. Und auch da seht ihr proportional, das stimmt jetzt eigentlich überhaupt nicht. Aber jeder erkennt, es ist ein Männchen. Und nur darum geht's. Es geht nicht um schön. Was die Gelenke angeht, das ist am Anfang erstmal so ein bisschen schwierig für den einen oder anderen, die zu zeichnen. Dann lasst sie weg und macht es einfach mit Rundungen. Und überlegt euch dabei immer, was ist überhaupt physiognomisch möglich? Also was können wir uns überhaupt, wie können wir uns überhaupt bewegen? Es gibt gewisse Bewegungen mit Armen und Beinen, die gehen einfach nicht. Und da, ehrlich, mache ich heute noch manchmal so, ich stelle mich vor einen Spiegel und gucke mir an, okay, wie beugt der Arm, wie beugt das Bein? Oder wenn ihr Kinder habt, Schatz, stell dich doch mal gerade in die und die Position. Und dann kann man das abzeichnen, wo sind jetzt gerade die Gelenke, wo gehen die Arme hin, auch hinterher nachher, wo bewegen sich die Hände hin. So, bei den Gelenken müsst ihr auch immer ein bisschen drauf aufpassen, wenn ihr nachher Füße dazu macht oder Hände. Wo können diese Füße oder Hände entsprechend sich hinbewegen? Das heißt, wenn ihr jetzt hier zwei Knie habt, die nach links gehen, ich mache das jetzt hier mal vor, dann könnt ihr nicht den rechten Fuß nach außen drehen. Das funktioniert nicht. Also müssten hier Füße definitiv beide in diese Richtung. Weil würde ich die Füße den in die Richtung und den in die Richtung machen, wird es schon ein bisschen schwieriger vom Stehen her. Das geht noch. Beliebt ist auch immer diese Dame hier. Schatz, jetzt habe ich so lange aufs Date mit dir gewartet. Ich muss dringend aufs Klo. Am Anfang bleibt einfach bei den simplen Männchen mit den geraden oder mit den geschwungenen Armen und könnt damit schon die ersten Bilder wunderbar zeichnen. Wo wir Arme haben, wo wir Füße haben, brauchen wir auch Hände. Die einfachsten Hände sind
die klassischen Besenhände. Funktioniert, mehr brauchen wir nicht. Aber was fällt euch da jetzt gerade auf? Hat nur 4 Finger, genau. Schaut mal auf Homer Simpson, schaut mal auf Mickey Mouse. Die haben alle nur 4 Finger. Und wir Profis zeichnen in der Regel auch nur 4 Finger, es sei denn, es geht wirklich um eine original aussehende Hand, was schon ein bisschen aufwendiger ist. Weil wenn wir versuchen, 5 Finger zu zeichnen, sieht es immer ein bisschen doof aus. Lasst es einfach bei 4 Fingern und alles ist gut. Wenn euch diese Besenhände vielleicht etwas zu robust sind, meine Lieblinge sind die sogenannten Herzchenhände. Ein kleiner Teil vom Herzchen, ein großer Teil vom Herzchen. So wie Fäustlinge im Grunde. Daumen innen, zweite Seite. Mehr brauche ich beim Sketchnoten nicht. Alles andere ist Kür. Und das habt ihr bis hierher bestimmt alle hingekriegt, oder? Jo, gut. Und wie gesagt, bei den Füßen achtet drauf, wenn ihr jetzt zum Beispiel so gerade Füße macht. Da könnt ihr beide Füße in die Richtung drehen. Ihr könntet jetzt aber auch beide Füße in die Richtung oder einen Fuß in die Richtung, einen Fuß in die Richtung drehen. Das ist alles möglich. Sobald Gelenke mit im Spiel sind, würde es sehr merkwürdig aussehen, wenn ich versuchen würde, die nach innen zu drehen. Da müsste ich dann an der Stelle tatsächlich die Füße nach außen drehen. Das erstmal zur Grundlage Figuren. Weil ihr braucht gelegentlich mal Figürchen und sucht euch einfach eine aus, die euch von der Grundform her sympathisch ist, die ihr leicht zeichnen könnt, die euch angenehm ist. Und dann nehmt die und macht die zu eurer Figur. Vielleicht habt ihr noch 1, 2 andere Sorten, wo ihr sagt, mit denen arbeite ich. Mein Männchen ist grundsätzlich immer dieses oder manches Mal auch jenes. Und mehr nutze ich fast gar nicht in den Sketchnotes, weil ich die auch gar nicht schnell genug zeichnen kann. Was wir aber beim Sketchnoten auf jeden Fall auch brauchen, und das ist auch für die meisten eine große Herausforderung, ist das Thema Schrift. Die meisten sagen, ich habe keine tolle Handschrift. Wer von euch hier im Raum hat eine richtig tolle Handschrift? Wow, schon eine ganze Menge. Komischerweise irgendwie immer mehr Frauen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn es darum geht, zu schreiben auf einer Sketchnote. Ihr werdet am Anfang, wenn ihr sketchnotet, nicht für alle Sachen immer Bilder vorrätig haben. Ihr fangt an mit Worten. Und wenn ich Worte schön schreibe, dann ist es auch eine Form von Bild. Und mit diesen Bildern kann ich arbeiten, weil wenn ich Schrift nachher in einen schönen Schriftcontainer, dazu kommen wir gleich, bastle, dann sieht es auch sehr schön aus. Wichtig ist aber eine Handschrift, die ich vielleicht auch selber und vielleicht sogar noch jemand anders auch in einem Jahr noch lesen kann. Und da ist mein Tipp an euch für den Anfang, gewöhnt euch an, in Versalien, sprich in Großbuchstaben zu schreiben. Also, Großbuchstaben. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht für die Verständlichkeit des Textes eigentlich Groß- und Kleinschreibung, dann macht es so, dass ihr den ersten Buchstaben deutlich größer macht und dahinter kleiner weiterschreibt. Das funktioniert auch. Aber bei dieser Großbuchstabenschreiberei ist es zunächst mal für uns ein bisschen mehr Konzentration und dadurch werden die Buchstaben sauberer und ordentlicher. Wenn wir versuchen, mit Groß- und Kleinschreibung zu arbeiten, verfallen wir sehr schnell in die eigene Handschrift. Und die wird dann schon auch manches Mal leicht unleserlich, wenn wir schnell sind. Und wenn man das ein bisschen geübt hat, dann kommt man auch sehr schnell mit dieser Großbuchstabenschrift zurecht. Ihr könnt natürlich auch Schmuckschriften verwenden, um das Ganze nochmal optisch ein bisschen ansprechender zu machen. Eine der einfachsten ist, ich nenne sie immer liebevoll Kaugummischrift. Und da fällt jedes Mal, jeder Buchstabe auch ein bisschen anders aus. Und ich habe euch diese Schrift jetzt hier mal als sogenannte verkettete Schriftart angeschrieben oder angemalt, weil die Buchstaben hängen zusammen und dadurch entsteht natürlich auch schon so eine Perspektive, was optisch auch schon mal ganz schick wirkt.
Eine zweite schöne Schmuckschrift, die den Menschen in der Regel auch recht leicht fällt, ist diese hier. Und hier kommen jetzt sogenannte Serifen dran. Das sind diese netten kleinen Füßchen, die ihr an Schriften kennt, wie zum Beispiel aus der FAZ. Die arbeitet noch mit der Times New Roman und das gilt als eine der bestlesbaren Schriftarten, weil wir die Serifen auch von größerer Entfernung und vor allem auch als Brillenträger besser erkennen können als normale Großschrift. Diese Schrift hat einen schönen Vorteil. Die kann ich nämlich leicht mit Farbe auch ein bisschen hübscher machen, indem ich einfach nur hier diesen Abstand ein bisschen farbig mache. Wenn ihr solche Schriftarten im Alltag anwenden wollt, übt sie vorher ein paar Mal, weil gerade jetzt hier muss man überlegen, wie hoch muss ich den Buchstaben ansetzen. Wenn ich hier bei dem M zum Beispiel beide Linien gleich hoch ansetze, dann schreibe ich automatisch hier durch und habe hier oben so ein kleines Häkchen übrig. Also muss ich den ersten länger, den zweiten etwas kürzer und dann kann ich das auch ohne dieses Häkchen machen. Also übt es wirklich mal von A bis Z durch, damit ihr wisst, wie ihr die einzelnen Buchstaben zeichnen könnt. Jonas. Könnte man machen, ja, aber das mache ich nicht und ich zeige dir auch warum. Ich habe nämlich jetzt hier einen Zauberstift, das ist nichts anderes als ein hellgrauer. Und hellgraue Stifte sind klasse, die gibt es auch mittlerweile als Filzstifte zu kaufen, wenn man zum Sketchnoten einfach im Kleinformat arbeiten will, habe ich auch dabei. Aber damit könnt ihr zum Beispiel hier auch nochmal einen Schatten dahinter legen. Und dann kriegt die Schrift auf einmal nochmal eine ganz andere Wirkung. Sieht man das bis hinten? Die Wirkung ist klasse, oder? Das könnt ihr natürlich mit den anderen Schriftarten entsprechend auch machen. Es ist bei dem Schatten immer der Punkt, stellt euch vor, woher kommt bei euch auf dem Blatt das Licht. Die meisten, die zeichnen, ich sage mal 95% auch meiner Kollegen, wir zeichnen alle so, als ob das Licht von links oben kommt. Und dann wisst ihr auch, wo ihr gegebenenfalls Schatten hinzeichnen müsst. Machen wir aber gleich im Zusammenhang mit den Containern auch nochmal das Thema. Eine Schmuckschrift möchte ich euch noch zeigen, meine Lieblingsschrift. Na, jetzt habe ich es versemmelt. Auch hier, jedes Mal fällt jeder Buchstabe anders aus, aber es ist ganz locker rausgezeichnet. Also mal habe ich ein rundes A, manchmal ist mein A oben eckig. Diese Schrift hat einen immensen Vorteil. Ihr werdet es gelegentlich erleben, wer schon mal am Flipchart gezeichnet hat, kennt es wahrscheinlich. Wenn ich am Flipchart oder auch hier auf einem kleineren Blatt zeichne, irgendwann ist dieses Blatt dummerweise rechts zu Ende. Ganz unglückliche Auswahl, aber mir läuft einfach der Platz weg. Und dann kann ich mit dieser Schrift ganz entspannt kleiner werden, größer werden, hier so ein C dazwischen plötzlich kleiner einsetzen, schmaler werden, breiter werden, so wie ihr es braucht. Das heißt, die ist unglaublich flexibel. Und auch die sieht mit ein bisschen Schatten sensationell aus. Auch im Kleinformat beim Sketchnoten.
Es wird es euch gelegentlich passieren, auch beim Sketchnoten. Es passiert einem ein Fehler. Man schreibt was falsch, man vergisst einen Buchstaben oder hat vielleicht auch einen Buchstaben zu viel. Wie geht ihr damit um? Jemand eine Idee? Alles hinschmeißen, den Saal verlassen, ja. Ist eine Möglichkeit. Jonas. Sehr coole, kreative Idee, den Fehler öfter machen, damit er nicht als Fehler auffällt. Klar, warum nicht? Absolut. Lebt mit euren Fehlern, geht mit euren Fehlern um. Wer hier so am Flipchart-Perspektive schreibt, der vergisst einfach, weil wir sollen ja als Trainer neben dem Flipchart stehen und schreiben, der vergisst auch schon mal einen Buchstaben. Was mache ich dann? Sagen wir mal, das sollte jetzt World Camp eigentlich heißen. Dann mache ich einfach hier unten das L hin. Genau. Und dann hänge ich das hier einfach dran. Variante 1. Oder bei World Camps. Machen wir einen Container dran. Price Tag. Passt. Alternativ, wenn es denn irgendwas sein sollte, was ihr nach oben noch anpassen müsst, weil ihr keinen anderen Platz mehr auf eurer Sketchnote habt, dann könntet ihr auch einfach von einem Buchstaben aus, sag mal, da fehlt jetzt irgendwas, hier oben einfach einen Luftballon oben drüber malen und den hier unten festbinden. Und auch da könnt ihr einen fehlenden Buchstaben unterbringen. Also diese Fehler einfach zum Thema machen. Und mir passiert es gelegentlich, wenn ich Flipcharts vorbereite für irgendwelche Veranstaltungen, dass ich so einen Fehler drauf habe, sehe ihn selber nicht und ein Teilnehmer spricht mich drauf an. Und dann sage ich meistens, super, der war mit Absicht da. Ich wollte gucken, ob ihr noch aufmerksam seid. Das ist eine Frage. Wenn ein Buchstabe zu viel drin ist, gehe ich tatsächlich hin wie ein Lehrer, nehme mir einen roten Marker, mache unten drunter so, streiche das an, schreibe an die Seite dieses typische F für Fehler und sage, ja, okay, stimmt. Also einfach aus der Not die Tugend machen. Also bitte niemals wegschmeißen, neu machen. Weil es geht nicht um Perfektion. Lebt mit dieser Imperfektion, das tue ich heute noch. So, was braucht ihr aber noch für das Thema Sketchnotes? Ihr braucht vielleicht auch ein paar Visuals. Was sind so Dinge, die im Alltag, die ihr immer mal wieder braucht, wofür ihr ein Visual braucht, um das mal auf so einem Sketchnote festzuhalten? Irgendein technisches Gerät. Computer? Computer, ganz einfach. Variante 1, Desktop. Fertig. Fortgeschrittene Stufe ist, wir machen den Bildschirm mit ein bisschen hellblau sichtbar. Variante 2. Laptop. Du wolltest ein iPad haben? Smartphone und Tablet. Beantwortet das deine Frage? Ich sag mal, beim Sketchnoten geht es ja manchmal um schnell sein. Ich möchte euch jetzt nicht langweilen. Ich würde jetzt nachher hier noch die Linien machen und hier auch noch das 3D draus machen. Korrekt. Danke für die Frage. Was brauchen wir noch so im Alltag? Was fällt euch noch ein? Fangt zum Beispiel an, euch das WordPress-Logo mal genauer anzuschauen und mal zu lernen, wie zeichne ich die Logos? Was genau macht so ein Logo aus? Bitte.
Entschuldigung. Ein Ausrufezeichen. Du brauchst nicht Zitat dazu zu schreiben. Du könntest jetzt zum Beispiel das hier hinmachen, schreibst dann hier den Text für dein Zitat hin, machst einmal einen Textcontainer drum und fertig. Eine andere Frage eben. Wenn du jetzt, sagen wir mal, Kundengespräch ist da, ja? Nimmst du dir auch im Kundengespräch die Zeit, das so zu machen? Ja. Also ich sitze tatsächlich in Kundengesprächen und zeichne das Gespräch mit und der Kunde kann am Ende die Sketchnote mitnehmen. Ich fotografiere mir die einmal ab und er kann sie sich mitnehmen und dann hat er wirklich das Gesprächsprotokoll dessen, was wir besprochen haben. Das ist nicht perfekt, das ist nicht schön, die sind ja auch krumm und schief. Aber die müssen auch nicht gerade sein. Gut, wofür brauchen wir noch ein Visual? Ein drittes machen wir noch. Das muss ich ja erstmal übersetzen. Requirements. Bedarfe? Nein. Voraussetzungen. Da, danke für diesen Impuls. Wir können nicht alles zeichnen. Versucht mal Achtsamkeit oder Respekt zu zeichnen, ihr beißt euch die Zähne aus. An der Stelle würde ich hingehen und würde es als Wort einfach hübsch geschrieben in den Text integrieren, weil ansonsten wird es schwierig. Es mag sein, dass irgendwann mal jemand einen gutes Visual dafür findet, dann darf man es natürlich jederzeit benutzen, aber mir fällt jetzt im Moment da spontan auch nichts zu ein. Sekunde, eben war hinten erst noch eine Frage. Achso, okay, dann erstmal die Frage noch zu den Requirements. Die Frage war, könnte ich einfach mich selber vielleicht einfach ein Logo dafür selber kreieren? Oder natürlich. Man sollte bei einer allgemeingültigen Sprache bleiben, aber wenn du deine Kunden erstmalig an dich gewöhnst, kannst du ihnen auch ein solches Visual für etwas beibringen, sodass sie das automatisch künftig mit dir und mit deinem Thema in Verbindung bringen, ja? Checkliste, To-Do-Liste, ganz einfach. 1, 2, 3, 4. Und das funktioniert mit der To-Do-Liste natürlich genauso. Mit einer Checkliste, Entschuldigung. Du hattest noch ein Visual. Okay, gut. Ja, was ihr hier schon seht, sind schon die ersten Textcontainer. Das für so ein ganz normales Stück Papier, Dokumente, Notizen, alles das kann ich mit so einem Textcontainer darstellen. Ich möchte euch ein paar Container zeigen, damit ihr Variationsmöglichkeiten habt, wenn ihr die ersten Sketchnotes zeichnet. Der einfachste aller Container ist ein simples Rechteck und das kann ich auch gleich in zwei Arten variieren. Einmal mit Pins und einmal mit Tesafilmstreifen. Das ist ein Container, in den kann ich ein Visual zeichnen, ich kann aber auch Schrift da reinsetzen. Und da gibt es einen Merksatz. Ihr guckt mich jetzt gleich ganz dumm an, wenn ich sage, bitte alle gleich einmal nachsprechen. Erst die Schrift, dann der Container. Bitte einmal alle, erst die Schrift, dann der Container. Warum? Damit es sich wirklich bei euch verankert. Weil wenn ihr anfangt, erst den Container zu zeichnen und würdet jetzt versuchen, das Wort WordCamp hier reinzubringen, es wird zeitlich nach rechts ein bisschen knapp. Deswegen einfach erst die Schrift setzen und dann den Container hinterher drumherum, weil dann könnt ihr ihn so groß zeichnen, wie ihr ihn wirklich braucht. Ja. Dann das und dann der Rest und so. Kannst du machen. So, der nächste Container, auch ganz einfach zu zeichnen. 1, 2 Striche, der dritte etwas kürzer als der untere und der vierte etwas kürzer als der linke. Hier oben ein Dreieck und dann hier so eine Art Post-it draus machen.
Ganz einfach ist es aber auch, ein Wölkchen drum. Und wenn das Thema vielleicht mal ein bisschen eher so konfliktbehaftet ist, mach da einfach mal das Wölkchen andersrum. Und schon habt ihr eine gute Grundlage, ihr habt eine Idee, Visuals zu zeichnen. Und da kann ich euch nur eins sagen. Am Anfang habt ihr das Gefühl, ich kenne doch gar nicht genügend Visuals. Sketchnoten ist wie das Lernen einer neuen Sprache. Ich nenne die Sprache individuell. Und individuell lernt ihr wie eine neue Sprache auch Vokabel für Vokabel. Ihr fangt mit einigen wenigen an, die ihr schon im Kopf habt. Und im Alltag kommt irgendwo zufällig immer mal wieder was Neues dazu. Das heißt, wenn ihr morgen eure To-Do-Liste zum Beispiel zeichnet und ihr müsstet Altpapier zum Altglas zum Container bringen, ich vermute mal, die meisten von euch hätten zunächst mal kein Visual dafür. Dann geht ihr aber morgen das Altglas zum Container bringen und ihr guckt euch den Container plötzlich mit anderen Augen an, weil ihr wollt wissen, wie würde ich den denn jetzt zeichnen, wenn ich müsste. Und dann kommt ihr drauf, irgendwann, ihr braucht oben ein großes U, unten vielleicht hier so ein bisschen so ein Bogen, dann sind hier so meistens so ein oder zwei Einwurfschlitze drin und dann braucht ihr im Grunde nur noch eine Flasche, die in Richtung dieses Containers fliegt. Jonas, du hattest noch eine Frage? Ja, aber jeder Container auch in jeder Stadt sieht tatsächlich ein bisschen anders aus und deswegen einfach... Okay, gut. Ihr könnt auch aus sowas natürlich Container machen. Ihr könntet auch jetzt hier erstmal nur Altglas reinschreiben, beispielsweise. So, was ihr jetzt noch braucht, und das möchte ich euch einmal hier, nehmen wir mal dieses erste Flipchart nochmal zeigen. Drei Dinge braucht eure Sketchnote, um wirklich eine coole Sketchnote zu werden. Das erste ist, setzt von vorne rein und gewöhnt es euch von Anfang an ein Branding unten drauf. Denn ihr werdet es erleben, auch wenn ihr selber meint, ihr könnt noch nicht gut genug dafür zeichnen. Die Leute, die rechts und links von euch sitzen, finden das total cool, was ihr macht und fragen euch hinterher, darf ich das fotografieren? Das ist total genial. Es geht euch aber auch selber so, wenn ihr jetzt mal rechts und links guckt, das, was die Nachbarn von euch gemacht haben, ist irgendwie viel geiler als das, was auf eurem Blatt ist, oder? Klassischer Effekt hängt damit zusammen, weil wir an unseren eigenen Sachen, unsere Fehler immer viel dicker sehen. Und geht davon aus, das, was ihr macht, ist cool und deswegen zeigt es von vornherein so, dass es wirklich professionell wirkt. Und das bedeutet ein Branding unten drauf, idealerweise irgendeine Webdomain, die auf euch verlinkt oder eben halt euer Twitter-Handle, dass man euch finden kann im Netz. Und wenn es jemand abfotografiert und das im Netz veröffentlicht, darf er ruhig Werbung für euch machen, oder? Das zweite, was ihr für ein professionelles Flipchart braucht, ist das hier. Macht einfach einen Rahmen um das Ganze. Und zwar da, wo vielleicht irgendwas dazwischen steht oder wie hier oben diese Männchen. Ihr müsst den Rahmen nicht ganz oben machen am obersten Rand. Ihr könnt ihn auch mittig ansetzen. Ihr könnt auch links Luftlöcher lassen, wenn da schon Schrift steht. Also beschränkt euch da nicht, sondern macht einfach am Ende um das, was auf dem Blatt steht, auf eurer Sketchnote ist, einen Rahmen. Und bitte schließt ihn nicht an den Ecken. Lasst ihn offen, nur dann wirkt er wirklich dynamisch und aus dem Moment heraus gezeichnet. Und das Letzte, was ihr für professionelle Flipcharts euch anschaffen solltet, oder nicht Flipcharts, sondern Sketchnotes, Entschuldigung, ist ein grauer Filzstift mit so einer Pinselspitze. Weil dann kommt zum Schluss eben nochmal der Schatten. Und schon fällt euch auf, dass dieses Arbeitsblatt, was wir hier zunächst mal produziert haben,
schon richtig aussieht wie ein professionelles Chart, wie eine professionelle Sketchnote. Der Schatten ist echt der Bringer, zusammen mit dem Rahmen. Jetzt habt ihr alles das, was ihr für das Thema braucht. Eins würde ich gerne gleich noch ergänzen, das ist nochmal das Thema Schatten. Bitte? Das könntest du tun, aber... Du wirst bei mir es auch finden. Entschuldigung, ja, die Frage war in Bezug auf das Branding. Warum soll ich das Branding an das untere Ende des Flipcharts oder der Sketchnote setzen und nicht in die Mitte? In der Regel sind ja Sketchnotes Mitschriften, Protokolle von Veranstaltungen anderer. Und da ist es so, dass ich das Thema in die Mitte setze zuallererst. Dann da dran schreibe, wer hat den Vortrag gehalten, wann, in welchem Zusammenhang. Und unten nur dezent mein Branding unterbringe. Wenn ich tatsächlich mit einem Kunden arbeite, kommt trotzdem das Thema in die Mitte, weil darum geht es. Und ich lasse mein Branding unten stehen. Rein theoretisch kannst du es natürlich auch in die Mitte setzen, wenn du sagst, ich möchte das zum Beispiel als Marketingmaßnahme machen. Oder aber, wenn du es mit dem Kunden machst, dann gibt es aber auch immer den Trick, fotografiere es in einem 45-Grad-Winkel schräg von unten, dann sieht man nur einen kleinen Ausschnitt und den kannst du ja frei bestimmen, was darf man davon sehen und was nicht. Und dann kann man den Rest der Sketchnote gar nicht lesen. Du musst ja auch gar nicht die ganze Sketchnote immer ins Netz stellen, sondern manchmal reicht auch nur ein Ausschnitt davon. Beantwortet das deine Frage? Gut. Was ihr hier nochmal seht, und das würde ich gerne eben nochmal einmal verdeutlichen, das wäre dann das Letzte zum Thema. Nehmen wir jetzt nochmal diesen Container hier. Es geht nochmal um das Thema Schatten, weil da haben die meisten zunächst mal ein bisschen Schwierigkeiten. Ich zeichne den Schatten nicht vom ganz oberen Ende an, sondern ich lasse hier oben etwas frei und lasse auch auf dieser Seite etwas frei. Dasselbe auch hier bei dem Ausrufezeichen. Warum? Wenn Licht von links oben auf dieses Blatt hier fallen würde, dann fällt immer auch ein klein bisschen Licht hier um die Ecke. Und deswegen ist an der Stelle eben kein Schatten. Und das ist genau der professionelle Unterschied, das nicht bis zum Rand zu ziehen, sondern eben diesen kleinen Versatz zu haben. Gibt es zum Thema Sketchnotes jetzt hier spontan noch Fragen? Ansonsten stehe ich natürlich auch gleich noch zur Verfügung. Zeichnest du immer auf Papier oder auch elektronisch? Ich zeichne ob ich auf Papier zeichne oder elektronisch oder vielleicht auch beides. Ich zeichne beides. Ich persönlich bin noch immer ein großer Papier-Junkie. Mir macht es mehr Spaß. Ich mag dieses Haptische sehr gerne. Und ich habe auch einen anderen Zeichenstil, je nachdem, auf welchem Device ich zeichne. Also ich habe auch ein Smartphone, auf dem ich zeichnen kann. Und obwohl es die gleiche App ist wie auf dem Tablet, sehen die Zeichnungen ein bisschen anders aus, weil einfach dieser Stift auf der Oberfläche anders läuft. Aber ich zeichne digital und auf Papier. Ich wurde gefragt, welche App ich dafür nutze. Ja, das ist die App Sketchbook Pro. Das ist eine Gratis-App, die gibt es sowohl für iOS als auch für Android. Ich selber bin überzeugte Androidin, insofern zeichne ich damit. Ich weiß aber von den Kollegen, die am iPad sehr gerne zeichnen, da ist es die ideale App, ist Procreate. Sketchnote Pro. Autodesk Sketchbook Pro. Könnt ihr euch gleich aber bei mir auch angucken. Ich habe das Tablet dabei, dann kann ich es euch auch zeigen. Gibt es noch eine Frage zum Thema? Bitte. Ja, ich wollte fragen, wie man da, also das ist ja noch so, wenn man anfängt, nicht so schön oder so, ist da Übung letztendlich das Zauberwort? Oder? Also ich wurde gefragt, ob es, am Anfang wäre es noch nicht so schön, ob da Übung hilfreich ist. Ja. Es ist wie beim Lernen der neuen Sprache, du brauchst die Übung, um irgendwann auch die Sketchnote-Grammatik zu verstehen. Und ich bin gestern auch gefragt worden als Ergänzung dazu, wenn ich mir jetzt überlege, hier so eine Session auf dem WordCamp dauert eine Dreiviertelstunde.
wie gehe ich denn da mit dem Blatt um? Ich habe dieses Blatt da quer vor mir liegen, wie mache ich das von der Aufteilung her? Ist relativ einfach. Dreimal eine Viertelstunde heißt, ich habe dreimal ein Drittel vom Blatt Platz. Ich fange dann an und überlege mir eben einfach wirklich, ich habe ein Blatt, das kann ich in vier Teile oder in drei Teile aufteilen. Und dann nehme ich eben halt wirklich für die erste Viertelstunde auch nur dieses erste Drittel, damit ich hinten nicht aus der Zeit laufe. Es passiert natürlich manches Mal, dass ich ganz am Ende noch ein bisschen Weißraum übrig habe, weil am Ende bei dem Redner vielleicht nicht mehr so viel Content kam. Aber dieser Weißraum hat absolute Daseinsberechtigung, weil da kann das Auge ruhen. Also einfach diesen Weißraum lassen und dem Auge schenken. Noch eine Frage? Dann sage ich ganz herzlichen Dank und wünsche euch viel Spaß ab sofort beim Sketchnoten. Yes.